Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Sie standen bereit, um ihr Bestes zu geben, die Jungs vom TDC Sachsenring. Zwei Heimspiele absolvierten die Drittligisten am letzten Wochenende in der grünen Hölle auf dem Hohenstein Ernsttaler Pfaffenberg. Ja, jetzt haben wir natürlich Nachholspiele zu absolvieren. Wir sind im Prinzip das einzigste Team in der Liga, was noch Corona-bedingt 4 Nachholspiele aus der ersten Halbserie noch zu bestreiten hat. Und jetzt haben wir dieses Wochenende jetzt 2 harte Kontrahenten zu Gast. Einmal Versbach am heutigen Tag und morgen nochmal Weinheim. Sind direkte Kandidaten momentan um unseren Kreis herum, also Abstiegskandidaten kann man ruhig so sagen. Wir haben natürlich, sagen wir mal, den Anspruch im Mittelfeld zu spielen, aber dazu müssen wir natürlich heute und morgen gewinnen und da werden wir natürlich auch alles dran setzen. Gewinnen wollten freilich auch die anderen Teams, so am Samstag Versbach. Mit Nico Christ im Team, der schon deutscher Meister im Doppel und im Mix wurde, hatten die Gäste einen Topspieler aufzubieten. Das zeigte sich schon im ersten Doppel. Die Sari-Jungs Miroslav Foresi und Nick Neumann-Manz hatten schwer an der Platte zu kämpfen, um Nico Christ und Daniel Geist Herr zu werden. Ein nervenaufreibendes Spiel, bei dem am Ende die Gastgeber nach 5 Sätzen das glücklichere Händchen hatten. Das zweite Doppel war eine fixe Angelegenheit. Michael Benesch und Johannes Korschmieder trafen auf Felix Bindhammer und Michael Stock. Nach 3 Sätzen hatten die Sari-Jungs den Punkt für die Gastgeber geholt. Ein guter Auftakt an diesem Spieltag und wichtig für die Aufholjagd. Ja, aufholen müssen wir natürlich, ganz klar. Wir sind natürlich in der Tabellenregion, zumindest momentan, weil wir das schwere Auftaktprogramm hatten und natürlich die Kontrahenten, die alle in der oberen Tabellenhälfte spielen, die hatten wir alle, noch fast alle auswärts zu bespielen, haben dort teilweise gute Spiele gemacht. Ich erinnere gerade an Kaiserslautern. Kaiserslautern nahe von Betzenberg haben wir wirklich ein ganz, ganz starkes Spiel gemacht, haben wir 5-5 gespielt. Der Punkt kann noch ganz, ganz wichtig sein. Ja, und jetzt haben wir eine direkte Konkurrenz sozusagen, zweite Tabellenhälfte. Und wenn wir die schlagen, heute und morgen zumindest einen großen Schritt machen, dann sind wir auch wieder im Mittelfeld dabei und dann haben wir auch sozusagen den Rückstand, den wir jetzt haben, können wir den wettmachen. Eine besondere Herausforderung ist seit 2020 die Corona-Pandemie, die nicht nur den Spiel-, sondern auch den Trainingsbetrieb reichlich durcheinanderwirbelte. Aber das Team hat sich sehr gut vorbereitet. Trotz aller Umstände, die in den Zeiten jetzt gerade herrschen, haben wir trotzdem wirklich sehr, sehr gute Trainingswochen hinter uns. Gerade hier in Hohenstein Ernsttal jetzt, seitdem wir wieder unter Volllast trainieren können, haben sowohl mit unseren tschechischen Spielern als auch erste, zweite Mannschaft anspruchsvolles Programm auch gemacht. Fit sind die Jungs sowieso, da mache ich mir nie Gedanken, aber das Problem ist echt momentan die Wettkampfpraxis. Also wenn man immer wieder unterbrochen wird und keine Spielpraxis, keine Routine auch in den Wochenablauf reinkriegt, dass am Wochenende wirklich dann harte Spiele anstehen. Von Training alleine ist noch keiner gut geworden und von daher, das ist momentan die fehlende Wettkampfpraxis, ist momentan dort wahrscheinlich das Zünglein an der Waage. Und da hoffe ich, dass das auf unserer Seite natürlich trotzdem kippt. Froh war man an dem Wochenende, dass auch wieder Publikum dabei sein konnte. Ja, das haben wir natürlich jetzt bis vor ganz kurzer Zeit noch gar nicht gewusst, ob überhaupt Publikum wieder zugelassen ist. Jetzt dürfen die Zuschauer natürlich gerne unter der 2G+-Regelung kommen. Jeder weiß das momentan, was das bedeutet. Heißt für mich natürlich trotzdem und für uns als Verein, als Organisatoren, mehr Aufwand in jegliche Richtung, aber vor allen Dingen für unsere Zuschauer natürlich immer noch mal, meistens, wer nicht geboostert ist, noch mal ein Test zusätzlich und das schreckt doch den einen oder anderen ab oder generell, sage ich mal, die Hemmschwelle ist schon größer, zu einem Sportevent in diesen Tagen zu gehen und das geht uns nicht alleine so, das geht jeder Sportart so, von daher hoffe ich aber trotzdem, dass die da sind, der Rückhalt sind, den wir brauchen, um heute erfolgreich zu sein. Es waren zwar nicht so viel wie in Vor-Corona-Zeiten, aber die Sari-Fans, die da waren, feuerten wie gewohnt ihre Tischtennis-Jungs an. Das erste Einzel ging ohne Spiel an den TDC Sachsenring, weil der Versbacher Andreas Ball verletzungsbedingt verzichtete. Das nächste Einzel sollte wieder ein Krimi werden. Michael Benesch hatte Nico Christ am Tisch. Eine echt enge Kiste, bis im 4. Satz Nico Christ einen kleinen Absturz erlebte. Aber ganz routinier fing er sich im 5. Satz wieder und holte den ersten Punkt für Versbach.
Auch Johann Koschmider und Daniel Geist machten es spannend. Letztendlich konnte sich der Sarri-Spieler nach 4 Sätzen durchsetzen. Ähnlich lief es am Tisch von Nick Neumann-Manns und Felix Binthammer. Hier war es ebenso teilweise eng, aber auch dieser Punkt ging an die Gastgeber. Im nächsten Einzel konnte man ein drittes Mal Nico Christ erleben. Nachdem er sich in den ersten 2 Sätzen knapp gegen Miroslav Foresi durchsetzen konnte, gab ab Satz 3 der Sarri-Spieler den Ton an und holte nach dem 5. Satz einen weiteren Punkt für die Gastgeber, so dass am Ende der TTC Sachsenring die Begegnung 6:1 für sich entscheiden konnte. Auch am nächsten Tag setzte sich das Sarri-Team 6:1 durch gegen den TTC 1946 Weinheim. Ein erfolgreiches Wochenende in der grünen Hölle. Und wie geht es weiter? Ja, also die Aussichten sind jetzt momentan so, dass wir dieses Wochenende vollbepackt haben und dann erstmal wieder fast 3 Wochen sozusagen Verschnaufpause haben. Das ist einfach ferienbedingt, das ist organisationsbedingt, weil internationale Wettkämpfe, die Spieler auf internationalen Wettkämpfen sind. Und der Terminplan ist dann eben so, dass in 3 Wochen wieder dann fast jede Woche sozusagen hintereinander weggespielt wird und sozusagen umso wichtiger, weil man ja auch die Infektionszahlen in 3 Wochen nicht kennt, umso wichtiger sind natürlich diese 2 Spiele, dass wir die erfolgreich gestalten. Mit den 2 Siegen am letzten Januarwochenende war man erst einmal raus aus dem Tabellenkeller in der 3. Bundesliga. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Sanitätshaus Desinfekta Wutzke, der Partner für Kliniken, Alten- und Pflegeheime sowie der Pflege zu Hause. Spezialisiert haben wir uns auf die Versorgung der Patienten mit Inkontinenzhilfen. In dieser Branche arbeiten wir bundesweit und sind anerkannter Partner aller gesetzlicher und privater Krankenkassen. Wir beraten und betreuen unsere Patienten kompetent, auch in anderen Bereichen. Wir bieten eine große Auswahl an Reha-Mitteln. Besuchen Sie unsere Ausstellung. Zu unserem Sortiment gehören neben Kranken- und Pflegebetten, Toilettenstühlen und Behindertentechnik eine große Auswahl an Rollatoren und andere Gehhilfen. Wir führen viele medizinische Produkte ohne Eigenanteil. Das heißt, unsere Patienten zahlen nur die gesetzliche Zuzahlung. Schauen Sie sich in unserem Geschäft um oder bequem im Internet unter www.desinfekta.de. Auch hier können Sie bestellen. Wir liefern für den häuslichen Bereich und im Alten- und Pflegeheimbereich. Das Sanitätshaus Desinfekta Wutzke ist anerkannter Partner der Krankenkassen und nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Dadurch garantieren wir unseren Patienten einwandfreien Service und kompetente Beratung durch unser Fachpersonal. Sanitätshaus Desinfekta Wutzke, der zuverlässige Partner für Gesundheit seit 1994. Ja, das Labor meldet sich dann bei Ihnen. Wiederhören. Hallo, Herr Gerl. Kommen Sie zur Auffrischungsimpfung? Ja. Carpendale? Hello again. Da bin ich wieder. Immer herein in die gute Stube. Nur mit der Auffrischungsimpfung sind Sie bestmöglich gegen schwere Erkrankungen durch das Coronavirus geschützt. Als am 19. Januar das Weltkriegsdenkmal aus Hainichens Ortsteil Krumbach für Sanierungszwecke abgebaut wurde, entdeckte man eine Zeitkapsel, die 1922 beim Aufbau des Denkmals eingelassen wurde. Der Bauamtschef Hartmut Stenker nahm sie mit ins Rathaus, wo man sie am 25. Januar öffnete.
Sie enthielt eine Ehrenurkunde, ein Zeitdokument, dem die Entstehungsgeschichte des Denkmals sowie die Hintergründe zu entnehmen sind. Wie heutzutage fehlte nicht das Zeitungsdokument. Beigefügt wurde allerdings nicht das seinerzeit aktuelle Tagesblatt, sondern eine Ausgabe der Sächsischen Staatszeitung vom 27. August 1918. Zu dieser Zeit war der Erste Weltkrieg noch in vollem Gange. Allerdings hatte rund 20 Tage zuvor eine Großoffensive der Alliierten auf deutsche Stellungen in Nordfrankreich die Niederlage für das Deutsche Reich eingeleitet. In dem Blatt vom 27. August 1918 wird Deutschland unter anderem als Opfer von Englands Eroberungspolitik gesehen und gefordert, Zähne aufeinanderbeißen und durchhalten. Lieber noch ein halbes Jahr durchhalten als 100 Jahre für England fronten. Es wurde weiter auf Schlachtfeldern gestorben. Ende September forderte die oberste Heeresleitung dann die deutsche Reichsregierung auf, Waffenstillstandsverhandlungen aufzunehmen. Letztendlich kapitulierte man erst am 11. November 1918, nachdem zwei Tage zuvor der deutsche Kaiser abdanken musste und die Republik ausgerufen wurde. Neben anderen kleineren Zeitdokumenten enthielt die Zeitkapsel auch Münzen aus Porzellan. Nach Auskunft der unteren Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes Mittelsachsen ist das sehr beachtenswert. Offenbar wurden die Porzellanmünzen während der Inflationszeit anstelle von Kupfer und anderen metallenen Münzen geprägt und ausgegeben. Wie das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung am 27. Januar bekannt gab, stellt der Freistaat in diesem Jahr 2,1 Millionen Euro Fördermittel für den Rückbau leerstehender Wohngebäude bereit. Gefördert werden Kosten bis zu einer Höhe von 50 Euro je Quadratmeter zurückgebauter Wohnfläche. Die Kommunen können die Mittel ab sofort bei der Sächsischen Aufbaubank beantragen. Grund für diese Förderung ist die demografische Entwicklung, die zu einem Leerstand von Wohngebäuden in den Kommunen führt. Das ist nicht nur eine finanzielle Belastung für die Wohnungseigentümer. Wie der Staatsminister Thomas Schmidt ausführt, beeinträchtigen leerstehende Wohngebäude oft auch das Stadtbild, wenn sie wegen ausbleibender Mieteinnahmen wenig oder überhaupt nicht gepflegt werden. Über das Förderprogramm kann man sich unter www.sab.sachsen.de genauestens informieren. Nachdem die große Kreisstadt Hainichen im Dezember durch die Sächsische Aufbaubank den Fördermittelbescheid für den Abriss des ehemaligen Kinos auf der Bahnhofstraße erhielt, brachte nun Mitte Januar der Technische Ausschuss den Abriss auf den Weg. Die Pläne waren bereits ausgearbeitet, sodass die Stadt zeitnah ausschreiben und auch schon den Zuschlag für das ausführende Unternehmen erteilen konnte. Die Kosten liegen bei rund 93.000 Euro, die zu 90% gefördert werden sollen. Der Abriss wird über den oberen Stadtgraben erfolgen, sodass die Bahnhofstraße nur für eine kurze Zeit gesperrt werden muss. Je nach Witterungs- und anderen Bedingungen soll der Abriss bis Ostern abgeschlossen sein. Im Anschluss wird erst einmal eine Wiese angelegt. Geplant sind kleine Sitzgruppen mit Andeutung des ehemaligen Kinostandorts. Auch das soll gefördert werden, jedoch aus einem anderen Topf, weswegen die Umsetzung erst später erfolgt. Mit dem gut und groß gewachsenen Baum wäre der Ort auch glatt für Weihnachtsmarkt geeignet. Auf dem Land zu Hause oder doch lieber in die Großstadt? Diese Frage wird an Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 27 Jahre gestellt. Was wollen sie in ihrem Ort verändern und wie? Können sie selbst etwas bewegen? Damit im ländlichen Raum nicht die Bewohner davonlaufen, würde er von der Europäischen Union sowie vom Freistaat Sachsen mit Liedermitteln gefördert. Wie der Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha und Schopautal mitteilt, geht für die attraktive Gestaltung und Entwicklung in der Erzgebirgsregion Flöha und Schopautal die Förderperiode ab 2023 in die nächste Runde. Deswegen wird aktuell eine neue Strategie erarbeitet, um das Programm für den Zeitraum bis 2027 zukunftsgerecht fortschreiben zu können. Die Region möchte sich wieder breit aufstellen. Es geht unter anderem um die Verbesserung der Grundversorgung, Mobilität, bedarfsgerechte Wohnangebote oder Investitionen in Schule und Kita. Jeder im Alter von 13 bis 27 Jahre kann sich einbringen und dem Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha und Schopautal mitteilen, was wichtig wäre, damit man nach Schule und Ausbildung in der Heimat bleibt oder wieder in die Region zurückkehrt.
Eine Teilnahme an der Umfrage ist bis 31. März 2022 möglich. Einfach QR-Code scannen oder die Umfrage unter www.flöhr-schobautal.de/Jugendbeteiligung abrufen und loslegen. In Niederfronas Lindenhof findet am 24. Februar ab 13.30 Uhr die Eröffnungsveranstaltung der Volkssolidarität für das Jahr 2022 statt. Zusammen mit der Gemeinde auf die Beine gestellt, gibt es Kaffee trinken und Abendbrot. Dazu ein Kulturprogramm mit dem bekannten Gesangs- und Moderatoren-Duo Katrin und Peter. Auch eine Modenschau fehlt nicht. Der Unkostenbeitrag liegt bei 40 Euro pro Person. Es wird um eine Rückmeldung bis zum 11. Februar gebeten. Für Mitglied der Volkssolidarität sind, erfolgt der Kartenverkauf für diese Veranstaltung in der Gemeinde Niederfrohna unter Telefon 03722 922 45. Wenn die Corona-Pandemie nicht wieder alles Geplante über den Haufen wirft, dürfen sich Kinder auf ein umfangreiches Ferienprogramm freuen. Unter anderem im Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna. Die Tierparkschule lädt in der Zeit vom 15. bis 23. Februar zu verschiedenen Aktionen ein. So gibt es das mittlerweile schon traditionelle Papierschöpfen. Aber auch ein Tierzeichenkurs fehlt nicht. Wer lieber mit Licht und Schatten zeichnet, ist genau richtig, wenn es um Tier- und Landschaftsfotografie geht. Was wann genau stattfindet, erfährt man auf der Internetseite des Amerika-Tierparks, auch was es für die Kinder und Eltern zu beachten gilt. Da die Anzahl der Teilnehmer pro Kurs beschränkt ist, sollte man sich, wenn man das Tierpark-Ferienangebot nutzen möchte, unter der E-Mail tierparkschule.l-o@gmx.de anmelden. Ein Ausflug lohnt sich jetzt wieder zum Tauchersteinturm in Burgstädt. Seit dem vorletzten Januarwochenende darf der von Besuchern bestiegen werden, täglich von 11 bis 16 Uhr. Zu beachten ist auch hier die 2G-Regel, heißt nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Außerdem werden die Daten zur Kontaktnachverfolgung registriert. Möchte man in größerer Gruppe die Aussicht von oben genießen, sollte man sich vorher anmelden unter 0172 5277 907. Oder 03724-63172 oder per E-Mail oa6@stadt-burgstedt.de. Wie der Bürgermeister Dirk Neubauer auf der Internetseite der Stadt Augustusburg mitteilt, werden dienstags und donnerstags zwischen 9 und 14 Uhr PCR-Tests abgenommen. Die Diagnostik übernimmt ein angeschlossenes neues Labor in Chemnitz. Somit hat man nun in Augustusburg die ganze Palette der Testmöglichkeiten vor Ort. Der Test ist kostenfrei, wenn man durch das Gesundheitsamt informiert wurde, dass man erst Kontakt eines Infizierten ist oder die Corona-Warn-App eine Warnmeldung anzeigt oder ein positiver Schnelltest vorliegt. Kostenpflichtig sind die Tests für die private Verwendung, zum Beispiel als Nachweis im Zusammenhang mit Urlaubsreisen und dergleichen. In diesem Falle kostet ein Test 72 Euro. Die Stadtbibliothek Gerd Hofmann in Limbach-Oberfrohna erhielt am 27. Januar eine besondere Schenkung, zusammengetragen zu einem Bücherstand, der sich im Wesentlichen mit der Aufarbeitung der NS-Diktatur und den verheerenden Folgen des Holocaust befasst. Die Literatur erhielt die Bibliothek von Konrad Felber. Als Mitglied des neuen Forums, einst Abgeordneter der letzten DDR-Volkskammer und im Deutschen Bundestag, lange Jahre Stadtrat in der großen Kreisstadt und viele Jahre in leitender Funktion in der Behörde des Bundesbeauftragten für Stasi-Unterlagen. Mir persönlich ist ein Anliegen gewesen, nachdem ich mit dem Bürgermeister Volkmann gesprochen hatte, was man denn mit dem Literaturmaterial, was mir zweimal im Jahr durch die Bundeszentrale für politische Bildung zur Verfügung gestellt wird, als Vertreter der Vereinigung gegen Vergessen für Demokratie am sinnvollsten macht. Und da erschien uns das am sinnvollsten, auch als politisches Zeichen, dass wir heute den Gedenktag nutzen, danke der Unterstützung auch der Bücherei, dass wir mit dem Regal und dem Stücken dieses Regals mit Literatur zur Aufarbeitung der Verbrechen des Nationalsozialismus jungen Menschen und Älteren natürlich auch die Gelegenheit geben können,
nochmal nachzulesen, wie ist es das gewesen, was hat es auch für Schicksale von Betroffenen, Verfolgten und Getöteten gegeben im Vorfeld der Inhaftierung in dem KZ oder im Nachgang ihrer Biografie als Überlebende. Wer sich für die Zeit des Nationalsozialismus interessiert, dem oder der steht nun in der Stadtbibliothek noch mehr Material zur Verfügung. Konrad Felber ist es wichtig, daran zu erinnern, dass sowas nie wieder passiert, dass man ganz extrem aufpasst für jede Tendenz von Antisemitismus und verachtender Politik, dass wir die nicht zulassen, dass wir die Werte, die die Demokratie hat, schützen und dass das aber kein Selbstläufer ist. Das hatte man nach der Weimarer Republik auch gedacht und das kam anders. Und dass man eben versucht, auf demokratischem Weg seine Meinung zu äußern, das ist legitim. Dafür waren wir auch 1989 auf der Straße. Aber dass jetzt Mittel von Gewaltanwendung dort praktiziert werden, Mittel von Unterdrückung praktiziert werden und Thesen verkauft werden, durchaus auch antisemitisch zum Teil, von Menschen, die querdenken, weiß ich nicht, denken wahrscheinlich. Das ist eine Entwicklung, die möchte ich gerne mit unterstützen, dass man da was dagegen tut, dass junge Menschen oder Nutzer der städtischen Bücherei ja einfach mal sich einlesen in die Themen von wirklich tollen Menschen und tollen Biografien, die das alles auch überstanden haben und immer ihren Optimismus, ihre Lebensfreude behalten haben und eben Entwicklungen, die hier gerade die fotografische Inszenierung des Verbrechens, das Album aus Auschwitz, es schauert einen, wenn man diesen Bildband durchschaut. Man mag gar nicht glauben, dass das sozusagen deutsche Menschen waren, die das dort gemacht haben. Das sind Kriegsverbrechen und Gräuel, die möchte ich persönlich nie wieder in irgendeiner Form, nur am Rande erwähnt, in der Gesellschaft vorfinden. Den jetzt übergebenen Büchern werden weitere folgen. Die Literatur, die mir die Bundeszentrale als Vertreter auch der Vereinigung gegen Vergessen für Demokratie zur Verfügung stellen wird, weil ich ja auch nach dem Ausscheiden aus dem Stadtrat und dem Kreistag und aus der Behörde jetzt als Rentner trotzdem ein politischer Mensch geblieben bin. Aber er schafft es zeitlich nicht, so viel zu lesen. Deswegen stellt er die Bücher zur Verfügung. Weil es auch hervorragende Arbeiten sind. Ich meine, die sind in der Qualität gut, die sind in dem Inhalt gut, die sind wissenschaftlich aufbereitet oder die sind sehr menschlich geschrieben. Das wäre schade, wenn das nicht der Allgemeinheit zur Verfügung stehen würde. Und nicht jeder ist ja in der Lage, in der Bundeszentrale oder Landeszentrale für politische Bildung sich Literatur zu bestellen. Und der einzelne Bürger ist ja dort auch begrenzt in den Möglichkeiten, wie viel er bestellen kann. Für politische Bildner und Multiplikatoren wie mich ist das jetzt anders. Und deswegen möchte ich gerne, dass wir das so nutzen, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist schon unser Ansehen gewesen, dass wir das auch einer breiteren Öffentlichkeit, das Thema nochmal präsentieren. Und bei allem, was in den aktuellen Zeiten unsicher ist, sind wir zumindest optimistisch, dass unsere Bibliothek offen bleibt, dass also auch die Bevölkerung, unsere Einwohner bei Interesse eben darauf zurückgreifen können. Und ich hoffe, dass das auch entsprechend genutzt wird. Ja, und ich bin ganz dankbar, nicht nur Herrn Felber, dass er das so initiiert hat, sondern natürlich auch der Frau Bartel und ihrem Team, dass die in sehr kurzer Zeit, sage ich mal, sich da um gekümmert haben und so eine ansprechende Präsentation auch geschafft haben. Und da weiß ich, da steckt auch viel Arbeit dazu und dahinter. Dankeschön. Als im Juli 2005 zum 100. Vereinsjubiläum der damalige Bezirksliga-Aufsteiger VfL 05 Hohenstein-Ernsthal auf dem Pfaffenberg den FC Erzgebirge Aue empfing, war mit den Erzgebirgern der Trainer Gerd Schädlich angereist. Mit ihm gelang es den Auern 2003 in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Nur ein Erfolg und nur eine Station für Gerd Schädlich. Trainer war er unter anderem in Niedervisa, in Zwickau, Leipzig und auch in Chemnitz. Aber in Aue verbrachte der geborene Rodewischer 8 Jahre und damit die längste Zeit als Trainer. Vor seiner Trainerkarriere stand er bis 1978 10 Jahre als Mittelfeldspieler beim FC Kamarkstadt unter Vertrag. In Chemnitz beendete er dann 2013 auch seine Trainerkarriere. Im gleichen Jahr war er mit dem CFC zu Gast beim damaligen Mittelsachsen-Klasse-Team FC Fortschritt Lohnsenau. Die Freundschaftsbegegnung nicht in Himmelblau, sondern in Rot-Schwarz spielend.
22:0 siegte der CFC damals in Lohnsenau. Mit den Auern war Gerd Schädlich 8 Jahre zuvor gegen den VfL 05 Hohenstein-Ernsthal mit 5:0 erfolgreich. Nun, am 29. Januar, verstarb die Trainerlegende Gerd Schädlich nach langer Krankheit im Alter von 69 Jahren. Satkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz. Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website sat-kabel-online.de. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flöha. Weltraumforschung. Wie ein neues Satellitensystem auf Spurensuche beim Klimawandel geht. Digitalwissenschaft. Zwei Chemiker lösen das Problem der dauerhaften Datenspeicherung mit kodierter DNA in künstlichen Fossilien. Sentinel-6 Michael Freilich wird bald auf einer Falcon 9 von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien, USA starten. Sentinel-6 wird betriebsnahe Messungen der Meeresoberflächenhöhe, Wellenhöhe und Windgeschwindigkeit nahezu in Echtzeit durchführen. Diese Messungen ermöglichen es den Wissenschaftlern, den durch den Klimawandel verursachten Anstieg des Meeresspiegels von regionaler bis zu lokaler Ebene zu verfolgen. Zu den Hauptinstrumenten an Bord gehört ein Zweifrequenzradarhöhenmesser. Dies ist das Hauptinstrument der Mission und das ist dasjenige, das die Meeresoberflächenhöhe, die signifikante Wellenhöhe und die Windgeschwindigkeit über dem Ozean misst. Aus diesen Messungen können wir tatsächlich die hervorragenden Ergebnisse erhalten, die wir vom Anstieg des Meeresspiegels, aber auch von den Wellen erwarten. Dies ist wichtig für Marineoperationen und die Höhenmesser liefern vielleicht die besten Datensätze, die wir heute über den globalen Ozean haben. Wir haben viele Bojen im Meer, die Wellen messen, aber sie befinden sich oft in der Küstenzone. Und nur wenn sie zur Höhenmessung gehen, können sie diese globale Abdeckung wirklich haben. Dieser brandneue Radarhöhenmesser heißt Poseidon 4 und bietet sehr präzise hochauflösende Höhenmessungen. Andere Instrumente werden zusammen mit dem Höhenmesser verwendet, um seine Genauigkeit zu verbessern. Mit seinen hochpräzisen Messungen wird Sentinel-6 die Referenzmission für alle anderen Altimetrie-Missionen sein. Und Messungen anderer Satelliten werden mit den Daten von Sentinel-6 verglichen. Zunächst wird Sentinel-6 auch mit JASON 3 mit nur 30 Sekunden zwischen beiden Satelliten fliegen. Dies ist wichtig, um die Unterschiede zwischen aufeinanderfolgenden Missionen zu verstehen und zu homogenisieren und sicherzustellen, dass die Zeitreihen der Meeresspiegelmessungen aus dem Weltraum stabil bleiben. Lange Zeitreihen sind wichtig, um den Klimawandel zu verstehen und einen allmählichen Prozess wie den Anstieg des Meeresspiegels zu überwachen. Sie helfen Wissenschaftlern dabei, genau abzuschätzen, wie stark und wie schnell der Meeresspiegel steigt. With a long record, we can precisely measure the acceleration. Mit einer langen Aufzeichnung können wir die Beschleunigung präzise messen und eventuell regionale Kipppunkte erkennen, wenn im schmelzenden Grönland oder der Antarktis das Eis wegläuft.
Der Meeresspiegel wird diese außer Kontrolle geratene Veränderung aufzeichnen, weil er ein Integrator aller Veränderungen ist, die im Klimasystem auftreten. Wir könnten also einige Veränderungen sehen, große Veränderungen des globalen Klimas. Ich möchte auch hinzufügen, dass eine lange Aufzeichnung sehr wichtig ist, um die Klimamodelle zu validieren, die entwickelt werden, um zukünftige Veränderungen zu simulieren. That are developed to simulate future change. Sentinel-6 wird eine Reihe von Messungen erweitern und verbessern, die von der TOPEX-Poseidon-Mission im Jahr 1992 begonnen wurden. Diese Mission wurde von den Missionen JASON 1, 2 und 3 abgelöst und jetzt bringt uns Sentinel-6 auf die nächste Stufe. Die Umlaufbahn, in der Sentinel-6 fliegen wird, ist für begrenzte Störungen durch Gezeitenänderungen im Ozean optimiert und nach fast 3 Jahrzehnten Radar-Altimetrie-Missionen den Wissenschaftlern gut bekannt. Durch die Fortsetzung und Verbesserung dieser Zeitreihe mit einem neuen Satellitendesign und hochauflösenden Instrumenten wird Sentinel-6 weitere Klimaforschung ermöglichen und Wissenschaftlern helfen, die Auswirkungen des Klimawandels zu überwachen. Seine Daten können auch verwendet werden, um Ozean- und Wettervorhersagen zu verbessern, Seeberge und andere tektonische Merkmale des Meeresbodens zu kartieren und Flüsse und Seen für hydrologische Zwecke wie Wasser- und Hochwassermanagement zu kartieren. Sentinel-6 ist Teil des europäischen Copernicus-Programms und wird das größte operationelle Erdbeobachtungsprogramm der Welt ergänzen. Bedenken Sie, dass Copernicus-Raumschiffe im Kontext eines Erdsystems mehr bieten, wenn sie zusammen verwendet werden. Sentinel-3 liefert beispielsweise die Meeresoberflächentemperatur und die ozeanbiologischen Messungen. Sentinel-1 bietet Radarbildmessungen von Meereswellen und Meereis. Sentinel-2 bietet hochauflösende Messungen in der Küstenzone. Es ist fast wie ein Gemälde. Wenn Sie mehr Farbe hinzufügen, erhalten Sie einen brillanten Blick auf unseren wunderbaren Planeten. Sentinel-6 ist eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission, der ESA, der EUMETSAT, NASA und der NOAA, mit Unterstützung der französischen Weltraumbehörde CENES. Diese Teamarbeit unterstreicht einmal mehr die Bedeutung des Satelliten und wie die gesamte Menschheit bei dieser lebenswichtigen Mission davon profitieren kann. Während der Meeresspiegel steigt und sich unser Planet weiter verändert, stehen das Leben und der Lebensunterhalt von Millionen von Menschen auf dem Spiel. Da 10% der Weltbevölkerung in Küstengebieten von weniger als 10 Metern über dem Meeresspiegel leben, brauchen wir genaue Messungen, um die Auswirkungen des Meeresspiegelanstiegs und des Klimawandels vorzubereiten und abzumildern. Das Wissen der Welt. Wir wollen es speichern für kommende Generationen. In Büchern mit den Codes der verschiedenen Sprachen. In digitalen Codes auf Festplatten oder anderen elektronischen Medien. Doch all diese Speicher haben eine entscheidende Schwäche. Bücher gehen kaputt, die werden gefressen oder verbrennen, wenn sie nicht aufpassen. Und naja, all die neueren Sachen, die Memory Sticks, die verliert man oder die gehen einfach eines Tages nicht mehr. Sie wissen das sicher selber, wenn Sie Daten aufspeichern, 10 Jahre alte CDs haben, die funktionieren vielleicht gar nicht mehr. Und das ist ein Problem mit allen digitalen Speichermedien. Die sind nicht dafür ausgelegt, um Daten langfristig aufzubewahren. Es gibt momentan keine Technik, die Daten zuverlässig und über sehr lange Zeit speichert. Die beiden Chemiker Wendelin Stark und Robert Grass machen sich deshalb auf die Suche nach einem Speicher, der Tausende von Jahren überdauert und dessen Daten dann immer noch lesbar sind. Tatsächlich finden sie einen solchen Datenspeicher in der Natur. Er existiert seit Jahrmillionen. In ihm sind sämtliche Informationen des Lebens auf der Erde gespeichert, mit dem ältesten Code der Welt, DNA. Wenn wir Informationen digital speichern, dann verwenden wir dazu 0 und 1. Das ist das, was wir im Computer oder auf den Datenträger haben.
Wir können dazu aber auch die Bausteine der Natur verwenden. Das sind A, T, C und G, die vier Basen des Genoms. Dazu übersetzen wir jetzt einfach die Sequenz von 0 und 1 in A-T-C-G-Sprache. Die Forscher nutzen also die Natur und verknüpfen sie mit Technik. Jedes Zeichen eines Buches zum Beispiel lässt sich in einen digitalen Code übersetzen. Und der wiederum in einen DNA-Code. Es entsteht eine Sequenz aus DNA-Buchstaben. Mit diesem Bauplan lässt sich dann künstliche DNA herstellen. So kann die Information eines ganzen Buches zu DNA werden. Doch diese wirkungsvoll zu schützen, ist eine Herausforderung. Das Problem mit allen vorherigen Ansätzen war, dass die Information dann aber nicht stabil genug ist, wenn sie einfach übersetzt wurde als DNA, nicht haltbar ist. Und die Stabilität kommt gar nicht nur von der DNA selber, sondern auch von dem Einschluss der DNA in ein anderes Material. Auch für dieses Problem liefert die Natur ein Vorbild. Die beiden Chemiker wollten das Prinzip von Fossilien nutzen. Verkapselt in Knochen kann DNA über Hunderttausende von Jahren stabil sein, ohne dass die Information darin Schaden nimmt. Die Chemiker mussten also ein Material finden, das synthetische DNA genauso gut versiegelt und stabil macht. Über Monate suchten Robert Grass und Wendelin Stark nach diesem Stoff. Schließlich versuchen sie es mit winzigen Kügelchen aus nicht porösem Siliziumdioxid, also Glaspartikeln. Sie sind nur einen Zehntausendstel Millimeter groß und deshalb nur mit dem Elektronenmikroskop sichtbar. In diesen Kügelchen schließen die Forscher ihre DNA ein. In jedes passt so viel DNA, um zwei Buchseiten zu speichern. Dann machen die Forscher den Stresstest. Sie lagern die Glaskügelchen für eine Woche bei rund 70 Grad Celsius. Das entspricht einer natürlichen Alterung von etwa 2000 Jahren im Zeitraffer. Bleibt die DNA und die Information darin stabil? Die Chemiker können das nur überprüfen, wenn sie die DNA auch wieder unbeschadet aus ihrem Glaspanzer befreien. Das Problem beim Auslesen ist, dass wir die DNA nicht lesen können, wenn sie in dem Glaspartikel drin ist. Das heißt, wir müssen sie herausnehmen. Und wir haben mit Glas das stabilste Material gewählt, das es überhaupt gibt. Aber es gibt Fluorionen und Fluorionen reagieren mit Glas. Und so können wir das Glas selektiv auflösen, ohne die DNA dabei zu zerstören. Und tatsächlich, mit biotechnologischen Methoden gelingt es den Forschern, den Datenschatz aus den Glaskügelchen wieder zu heben. Nach 3 Jahren intensiver Forschung war klar, die künstlichen Glasfossilien können die in DNA gespeicherten Daten unbeschadet aufbewahren. Der Code der DNA lässt sich wieder vollständig auslesen und in die ursprüngliche Information zurückübersetzen. Sogar ein Musikalbum konservierten die Forscher auf diese Weise schon für die Ewigkeit. Doch mit dieser Methode lassen sich nicht nur Daten speichern. Grass, Stark und zwei Kollegen gründen das Spin-off-Unternehmen Helixer AG, um ihre Erfindung für glasverkapselte DNA-Speicher zu vermarkten. Diese unsichtbaren DNA-Marker sind eine Art Identitätsausweis, der nicht gefälscht werden kann. Sie sind unschädlich und können deshalb auf jedes beliebige Produkt übertragen werden. Zum Beispiel auf Textilien, tropische Früchte, Gold oder Diamanten. So lässt sich die Herkunft der Produkte von der Herstellung über die Verarbeitung bis hin zum Endverbraucher verfolgen. Daten in DNA speichern ist momentan noch teuer und nur im Labor machbar. Robert Grass und Wendelin Stark aber glauben, dass sich die Technik durchsetzt und bald für viele verfügbar wird. Man kann mit diesen Technologien Daten für sehr lange Zeiträume speichern, wahrscheinlich Millionen Jahre, viel, viel länger als mit irgendwelchen aktuellen digitalen Medien, die wir zur Verfügung haben. Und DNA ist der Grundbestandteil unserer eigenen körperlichen, biologischen Information. Das heißt, das wird man immer lesen können. Und wir können davon ausgehen, dass wie bei anderen technischen Entwicklungen auch hier
die Geräte massiv kleiner, massiv handlicher, billiger und weit verbreiteter werden. In einer winzigen Menge DNA lassen sich 400.000 Terabyte Daten speichern, also alle momentan verfügbaren Filme auf YouTube. Die Methode wird unsere heutige Technologie revolutionieren. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedl in Flöha.